Frederik Abt, wir sind heute in Duisburg für das Spiel gegen Herforder. Wie haben Sie das gesehen von Herforders Seite? Ja, ich glaube, am Anfang waren wir besser als Duisburg, hatten auf jeden Fall Chancen. Den einen Pfostenschuss, ärgerlich, dass er nicht reingeht. Dann haben wir etwas nachgelassen, haben Duisburg kommen lassen. Wir wussten, die mussten gewinnen, auf jeden Fall. Haben ja zunächst ganz gut gestanden hinten. Ja, ärgerlich, dass ich dann unter der Ecke drunter hersprung und das halt das Tor fällt. So gehen wir halt mit dem 1-0 in die Pause und in der zweiten Halbzeit waren wir... Schnell 2-0. Ja, genau, das schnelle 2-0 hat uns, glaube ich, so ein bisschen das Genick gebrochen, würde ich mal so sagen. Und dann haben wir nicht mehr wirklich dagegen gehalten. Also dann haben wir es denen ziemlich einfach gemacht und dann konnten die halt ihr Spiel aufziehen. Ja. Herforder war schon in die zweite Liga, aber sie spielt noch ein gutes Fußball heute. Ja. Gute Kombinationen. Ja, also wir wollten uns eigentlich mit dem Sieg verabschieden oder zumindest mit einem Punkt. Hat jetzt leider nicht geklappt, aber ja gut, dass wir in die zweite Liga absteigen, das stand ja schon fest, aber wir wollten uns wenigstens vernünftig verabschieden. Ja. Dann gibt es die andere Seite, Duisburg, jetzt ist auch zweite Liga. Wenn Sie die 4-0 gucken, ist das normal, oder? Also, dass Duisburg 4-0 gewonnen hat gegen uns. Ja. Vom Spielverlauf her ist es, glaube ich, 1-2 Tore zu hoch ausgefallen, würde ich sagen. Also, wir haben dadurch, dass wir am Anfang ganz gut mitgehalten haben, hätte es ja gut auch gerne unentschieden ausgehen können. Aber am Ende war es verdient, dass Duisburg gewonnen hat. Die haben es einfach ihre Chancen genutzt und besser gespielt. Aber jetzt beide Mannschaften nach zweiter Liga. Sind das die zwei Mannschaften, die das meistens mussten da sein oder nicht? Ja, die Saison gucken. Ja, also wir haben sicherlich unser ganzes Potenzial nicht ausgeschöpft, da hätte mehr drin sein können. Duisburg habe ich nicht so verfolgt. Die haben sich irgendwann Mitte der Saison, haben sie sich, glaube ich, ein bisschen gefangen und dann ziemlich gut gespielt. Finde Sand und Duisburg, das tut sich nicht viel. Ist halt. Die Tore, dass die machen wahrscheinlich. Ja, genau. Aber dass es Duisburg jetzt getroffen hat, tut mir auch leid. Aber ich glaube, das wäre egal gewesen, wer von beiden. Die sind ungefähr gleich stark. Ja, okay. Und dann für Sie, das geht nächste Saison weiter in eine neue Herausforderung in Hoffenheim. Ja. Wie sehen Sie das? Ja, ich freue mich, dass ich weiter in der ersten Liga spielen kann. Ich werde mal sehen. Ja, ich weiß, was mich da erwartet, welche Torhüterin noch da ist und worum es da geht. Ich freue mich einfach, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich war 10 Jahre in Herford und jetzt ein Schritt für was Neues. Ist ziemlich weit weg, aber mal sehen, wie ich das mache. Okay, danke schön und viel Spaß und viel Glück da. Dankeschön. Danke.